zusammen. Das hier ist Leon, zusammen mit Elli, unserer Drauf-IQ, und Milo, ihrem Kalb. Wir sind hier im Emmental in der Schweiz, im Kanton Bern. Das Emmental ist eine hügelige Region und Elli und Milo werden von uns ausgebildet zur Zugkuh bzw. zum Zugochsen dann. Die Rasse Graufie ist eine alte Rinderrasse, die im Osten der Schweiz, im Graubünden, sowie genau, im angrenzenden Tirol in Österreich beheimatet ist. Sie wurde ursprünglich auf Dreinutzung, das heißt Milch, Fleisch und Zugkraft, gezüchtet. Und mit den beiden sind wir jetzt das Förderprojekt Zugrinder daran aufzubauen. Ich übergebe dazu gerne das Wort Leon. Das Förderprojekt Zugrinder ist ein Projekt von der Organisation Routenbranche. Routenbranche ist eine Organisation, die s'engage pour l'inclusion sociale et professionnelle de chômeurs de longue durée et plus particulièrement de personnes issues de la migration en Suisse et dans le pays d'origine. Et puis avec le projet de Bœufs de Trait, on aimerait faire revivre ce travail en Suisse. Et puis nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des personnes expérimentées qui ont déjà travaillé avec des animaux de trait dans leur pays d'origine. D'autre part, on aimerait aussi explorer en pratique le potentiel de ces animaux de trait pour une agriculture écologique. À long terme, on aimerait proposer une entrée dans le monde du travail à travers ce projet et un programme de formation. D'autre part, on aimerait aussi proposer un travail de niche pour les personnes qui ont déjà de l'expérience. Et puis finalement, pour les personnes intéressées, de créer un pôle de compétences ici où on peut se former dans le travail avec les bœufs de trait et les animaux de trait en général. Ja, vielleicht noch etwas zu dem, was bisher schon gegangen ist in der Praxis mit den beiden Tieren. Elli und Milo sind seit etwa 4 Monaten bei uns und wir waren fleißig am Üben. Mit den beiden. Elli ist inzwischen so weit, dass sie leichte Zugarbeiten machen kann. Also wir haben mit ihr dieses Frühjahr die Wiesen auf dem Hof hier abgeeckt und wir wollen jetzt dann auch mit ihr Kartoffeln anbauen. Erstmal noch auf einem kleinen Feld und ab nächsten Jahr können wir dann auch mehr Land bewirtschaften und wollen dann längerfristig auch mit den beiden im Gespann arbeiten. Gut, merci vielmals, tschüss zusammen!